Need for Speed. So wird die Bernett B08 beworben. Wir finden, bei diesen Geradstichmaschinen geht es nicht nur darum, dass man möglichst schnell damit nähen kann. Für uns sind sie die Top-Empfehlung für Taschennäher und da geht es ja meistens langsam zu. Was die Vorteile der B08 sind, möchte ich Ihnen in diesem Video zeigen. Hallo und herzlich willkommen in unserem Videostudio. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten und wir stellen Ihnen auch immer wieder neue Produkte vor. Wenn Sie keins unserer Videos verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie auch gleich die Glocke. Im heutigen Video ist es wieder soweit, ich stelle Ihnen ein neues Produkt vor und zwar die Bernett B08. Bei uns werden solche Maschinen meistens als Schnellnäher bezeichnet. Das kann sie auch. Und zwar näht die B08 bis zu 1600 Stiche pro Minute. Wir nutzen die Schnellnäher aber eigentlich am liebsten zum Taschennähen. Und da geht es ja meistens ziemlich gemütlich zu und vor allem exakt. Dadurch, dass die Nadelstange sich nicht seitlich bewegt, kann sie auch nicht ausbrechen. Und man kann auch auf schweren Materialien richtig schöne, gerade Nähte erzeugen. Bei der B08 auch mit dicken Garnen. Sie hat nämlich zwei verschiedene Fädelwege. Was alle so Vorteile von der Maschine sind und was sie mitbringt, das zeige ich Ihnen jetzt mal direkt an der Maschine. Fangen wir mal hinten an. Die Bernett B08 hat einen Garnrollenständer für zwei Spulen. Und dort können sowohl große Konen als auch die kleinen normalen Garnspulen abgestellt werden. Wenn eine kleine Spule verwendet wird, sollte man noch die Ablaufscheibe mit aufstecken. Das heißt, Sie können bequem spulen während des Nähens oder Sie können Ihre Konen abstellen. Vor allem beim Wechsel zwischen dicken und dünnen Garnen sind zwei Stellplätze immer praktisch. Hier befindet sich der Unterfadenspuler. Das Ganze läuft separat ab. Das heißt, wenn Sie Ihre Spule hier aufstecken und den Spuler nach links schieben, können Sie den Spulvorgang über die Taste starten und brauchen nicht das Pedal. Und bevor ich jetzt die Maschine einschalte, zeige ich Ihnen noch einen wichtigen Bereich hier unten. Hier befindet sich ein zweites Licht. Also wie bei den meisten Schnellnähern haben wir hier eine Beleuchtung und bei der Bernett B08 zusätzlich hier im Arm. Das kann man hier im Videostudio relativ schlecht erkennen, deswegen halte ich jetzt mal die Hand drunter, wenn ich das Licht einschalte. Die Arbeitsfläche wird also hier auch noch zusätzlich beleuchtet. Rechts außen am Gehäuse befindet sich das Wählrad für die Stichlänge. Hier können Sie die Stichlänge zwischen 0 und 6 mm einstellen. Darunter die große Rückwärtsnähtaste, die sich beim Nähen, wenn man vor der Maschine sitzt, auch mit dem Ellenbogen betätigen lässt. So können Sie also die Hände am Stoff lassen und rückwärts nähen zum Vernähen. Und darüber gleich der automatische Fadenschneider. Die Bernett B08 verfügt über einen Geschwindigkeitsregler. Damit können Sie die Maximalgeschwindigkeit reduzieren. Das ist praktisch, wenn Sie zum Beispiel ganz exakte Nähte nähen möchten. Und so müssen Sie das Pedal nicht ganz so unter Kontrolle haben. Trotzdem lässt sich die Geschwindigkeit natürlich über das Pedal regulieren. Über den Schieber wird nur die Höchstgeschwindigkeit angepasst. Den Spuler habe ich Ihnen ja bereits gezeigt. Und hier drüben befindet sich eine weitere Taste für die Nadelstoppposition. Hier können Sie wählen, ob die B08 mit der Nadel oben oder unten anhält. Und Sie können damit Halbstiche nähen. Also mit jedem Tastendruck geht die Nadel eine Position weiter, nach oben und nach unten. Und was eingestellt ist, zeigt die Maschine durch das rote und das grüne Licht an. Der Fädelweg der B08 ist komplett offen. Und Sie können die Maschine auf zwei Arten einfädeln. Hier befindet sich ein Umlenker. Wenn Sie also mit dicken Garnen nähen, müssen Sie nicht an der Fadenspannung viel herumstellen, sondern Sie benutzen für die dicken Garne einen extra Fädelweg.
Damit kann man in der Regel schon das optimale Ergebnis erzeugen und so ist der Wechsel zwischen dünnen und Garnen kein Problem. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Sie ein Projekt erst mit normalen Garn zusammennähen und dann mit dem dicken Garn absteppen. Hier außen sehen Sie das Fenster für den anpassbaren Nähfußdruck. Der Regler dafür befindet sich oben am Gehäuse. Und so können mit der B08 auch weiche und dehnbare Stoffe verarbeitet werden. Und für schwere Materialien erhöhen Sie den Nähfußdruck und verbessern so den Transport. Die Bernette verfügt über einen integrierten Nadeleinfädler. Der ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, da die Nadel ja nicht wie bei der normalen Nähmaschine mit dem Öhr nach vorne steht, sondern seitlich. Das heißt, der Faden wird hier von dieser Seite auf diese durchgezogen. Aber mit etwas Übung klappt das auch sehr gut. Und neben der Stichplatte sehen Sie noch die kleine Montageplatte. Dort kann weiteres Zubehör mithilfe einer Rändelschraube montiert werden. Eines dieser Zubehörteile ist schon bei der Bernette B08 dabei. Das ist hier die Kantenführung und damit können ganz exakte Steppnähte gemacht werden. Die Bernette B08 bringt einen großen Anschiebetisch mit einer Öffnung zum Einlegen der Unterfadenspule. Wenn Sie diesen abnehmen, ist der Bereich der Maschine zwar kleiner, aber es ist trotzdem kein Freiarm. Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich für so einen Schnellnäher entscheidet, dass man mindestens diese Größe braucht, um ein Projekt drüber zu führen. Wenn Sie aber in einer geschlossenen Röhre nähen möchten, können Sie das Projekt ja auch auf links drehen und um den Nähfuß herumführen. Bei der Bernette B08 ist ein schön großes Pedal dabei, das man unter dem Tisch dann nicht ständig suchen muss. Es gibt noch ein kleines Zusatzpedal, das mit der Maschine verbunden wird, mit dem dann der Faden auch geschnitten werden kann. Eine Kurzanleitung ist dabei, das sind die wichtigsten Schritte abgebildet. Die vollständige Anleitung gibt es als PDF zum Download. Hier sehen Sie nochmal das Kantenlineal, das ja an der Montageplatte angeschraubt werden kann. Und zusätzlich ist noch ein ganz schmaler Nähfuß dabei. Mit dem schmalen Nähfuß kann man ganz toll absteppen, teilweise auch Reißverschlüsse einnähen. Und obwohl er so schmal aussieht und quasi schon fast zwischen den Transporteurzähnchen läuft, ist der Transport bei der B08 trotzdem sehr gut. Und nicht zu vergessen, der Kniehebel. Damit kann der Nähfuß angehoben und abgesenkt werden und so haben Sie die Hände frei, um den Stoff zu positionieren oder zu führen. Das war jetzt mal eine Übersicht über die Bernette B08. Was ich Ihnen noch sagen möchte ist, diese Maschine näht mit dem Nadelsystem HL x 5, also Schnellnähernadeln. Diese sollten Sie auf jeden Fall verwenden, wenn Sie lange Strecken mit hoher Geschwindigkeit nähen möchten. Sie können für bestimmte Projekte aber auch das normale Nadelsystem 130/705H verwenden. Also wenn Sie zum Beispiel Jersey nähen oder mit dicken Garnen eine Topstitch-Nadel brauchen, dann können Sie auch diesen Nadeltyp montieren. Es gibt auch noch jede Menge optionales Zubehör. Das finden Sie bei uns im Shop. Wenn Sie einen Artikel mal nicht finden sollen, können Sie sich aber auch beim Zubehör der Janome HD 9V2 umschauen. Bei den Schnellnähern gibt es dann auch noch die Besonderheit, dass Sie die Füße untereinander kombinieren können. Also wenn Sie zum Beispiel einen ganz bestimmten Abstand möchten bei einem Kantensteppfuß, da bietet jeder Hersteller eine andere Größe, der eine 1,5, der andere 2, 5 oder 7, rechts oder links. Diese Nähfüße können bei den Schnellnähern in unserem Sortiment alle untereinander getauscht werden. Trotzdem gilt auch hier immer der Grundsatz, wenn Sie markenfremdes Zubehör verwenden, drehen Sie immer erstmal vorwärts und rückwärts am Handrad, ob die Nadel auch wirklich nicht irgendwo anstößt. Ja, das war so eine Übersicht über die B08. Wir werden sie natürlich ausführlich testen.
Wir werden auch noch weitere Videos dazu machen. Wenn Sie keins dieser Videos verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Für dieses Video dürfen Sie uns auch gerne ein Like hinterlassen. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie es einfach unten in die Kommentare. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.